Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Toskatoto beim Clan. Bette ist ja Fluch oder Segen. Ich weiß es auch nicht, aber irgendwie ist es so ein bisschen, die Zeit ist im Moment so ein bisschen verflucht, aber es ist auch ein Segen, dass ich zum Beispiel hier bin, denn ich muss sagen, ich habe hier schon eine ganz, ganz Menge gelernt und was hier so ein bisschen an Taktikbesprechungen und so ein bisschen mehr gemacht wird, ist auch mal für mich echt eine ganz, ganz andere Erfahrung. Aber ich nehme Hilfe, glaube ich, das merkt man, glaube ich, auch zumindest hier im Clan, wirklich gerne an und mache dementsprechend auch meine Angriffe. Also ich hätte fast gesagt, wie geplant, so durchgeführt. Also auch für mich sind das natürlich kleinere Erfolgserlebnisse, denn ihr wisst, ich bin jetzt gerade auf Rathaus 11 nicht so der Heilsbringer und war es auch auf 10 nie. Aber ich denke, wenn man mal ein bisschen länger über einen Angriff nachdenkt, dann kann man da durchaus was machen. Und als erstes hat hier aber der Sergeant Nick auf die 18 hier angegriffen, denn das war die erste Base, die überhaupt mal ein bisschen Defense hatte. Die beiden unteren beim Gegner hatten gar keine Defense oder so gut wie keine. Und deswegen lohnt es sich da auch nicht so unbedingt was zu zeigen. Das ist dann eher langweilig. Da ist mir dann schon so eine Taktik hier mit Bowlern und einem, das ist so ein relativ klassischer Gohok. Noch ein paar Loons dabei im Finish oder fürs Finish. Mal gucken, wo er die setzt. Denn hier sind noch zwei Luftabwehren. Da bringt das eigentlich gar nichts mehr. Mal sehen, ob er die jetzt nur fürs Cleanup noch mit rausbringt. Oder aber ob er vielleicht jetzt noch den Bogenschützenturm hier ein bisschen ablenkt. Braucht er eigentlich gar nicht machen. Ah, okay. Dann weiß ich, was es war. Reicht das denn immer? Ah, ja, das reicht. Okay, das war der Eckentroll hier. Yo, alles klar. Das war der Eckentroll hier. Hier war also schon Angriff auf die Base drauf. Und ihr seht das hier selber. Die Hox hier jetzt richtig krass dabei. Schon am Cleanup machen. Und dann ist das hier. Ja, ich habe das verpeilt gehabt gerade. Und habe gerade gedacht, halt, guckst du mal gerade in die Ecken. Aber so war es. Hier waren dann die Troll-Tesla, ja, kann man machen, muss man aber nicht, fällt man in der Regel nur einmal drauf rein. Und von daher, ja, letztendlich musst du im RH9-Bereich eigentlich fast jeden Angriff, wenn die Ecken leer sind, mit irgendwas anfangen, Lakis oder einen Bogenschützen, um das schon mal auszuloten, wenn du wirklich so einen Angriff vorher planen willst, wenn du das nicht weißt. Aber wir ziehen hier mal ein bisschen weiter zum kleinen Bruder. Kleiner Bruder auf den Stux, also wir hatten es hier mit russischen Spielern zu tun, die auch wirklich krass waren, kann man nicht anders sagen. Der Clankrieg hier war sensationell spannend, muss ich sagen, von meiner Seite auch aus. Und ich war auch hyper nervös, was meine Angriffe anging, weil ich habe sie auch noch nie so in der Tat so gemacht. Und war aber, ich glaube, eine gute Sache. Wir sehen zumindest einen von mir. Ich hatte sogar ein bisschen das Glück, ich konnte ein bisschen dippen. Das heißt also, ich konnte mit meinem Elver auf 10er, aber diesmal waren die 10er schon ein bisschen besser. Und auch die Base ist sehr, sehr verzwickt. Der Gegner hatte hier schon wirklich starke Bases hier am Start, die nicht so einfach zu knacken sind mit so Standardangriffen, sondern hier muss man dann tatsächlich immer mal ein bisschen mehr Cleanup einplanen oder aber auch einen wild quer umlaufenden König einplanen, was er auch immer macht. Und ihr seht das hier, geht es hier jetzt gleich Surgical so ein bisschen mit den Hogs weiter. Erstmal da oben, hier unten jetzt schon ein bisschen Cleanup mit dem Magier, denn hier unten gibt es erstmal keinen Beschuss oder länger keinen Beschuss. Dann ist das schon mal weg und wartet jetzt noch extrem lange, dass er jetzt mit dem Rest hier reinkommt. Riesenbombe ausgelöst und jetzt kommt ja gleich noch eine Bombe aus den, ich muss ein bisschen größer reingehen für euch, aus dem Bombenturm. Und hier nochmal die Hox mit Wut unterstützt, weil bei der Queen bringt es jetzt nicht wirklich was, denn die feuert im Moment nur auf die Kaserne und nicht auf die Kaserne, auf die Clanburg. Und da hätte das an der Stelle nichts gebracht und jetzt hat er nur noch Punktschaden hier, der Flächenschaden geht jetzt schön auf die Queen. Also auch hier wieder ein richtig schöner Go-Hock-Angriff, RH9. Nach wie vor, Leute, macht die Hocks hoch. Ein bisschen nettere Helden dabei, also so wie der kleine Bruder, die hier auch schon auf 20 hat.
Und dann hätte ich gesagt, klappt das sicherlich nicht immer. Das kann auch mal fehlschlagen, aber mit einer, ich denke mal, mit einer guten Taktik hier. Hinten gehen noch ein paar Luftbomben hoch bei den Lakaien. Aber so ist das hier, glaube ich, ein guter Dreier gewesen. 15 auf 16, also auch gar nicht mal so tief gestapelt hier. Schön gemacht. Und wir sind immer noch so ein bisschen, glaube ich, im RH9-Bereich. Ja, wir haben hier den Angriff von Paul. Müsste eigentlich auch der Zweitangriff gewesen sein. Auch hier wieder mit Hocks und zwei Golems, also klassischer Gorehock, mal über die Seite, über die Längsseite. Also gar nicht mal sicher das Rathaus mitnehmen, sondern klar willst du hier sicher drei Sterne mitnehmen. Und unter Umständen ist das Rathaus dann mit seinen vielen Healpoints etwas zu viel an der Stelle. Schade, dass der Golem hier unten an der Seite jetzt nicht merkt, dass da ja eigentlich eine Stelle offen ist. Der kloppt halt so lange auf die Mauer und tankt halt hier die Truppen, bis er auseinanderfällt. Jetzt geht es hier aber schon mal mit dem Killsquad schön rein. King und Queen jetzt schon, ich sag's mal wieder, im Core der Base. Ja, also jetzt in dem Fall nicht, wo das Rathaus steht. Ausnahmsweise steht das Rathaus mal am Rand. Und die Hawks werden ja auch nicht das Rathaus als erstes angreifen, sondern hier oben die Defense-Gebäude. Ein bisschen müssen sie tanken. Denn der Golem, der wird ja jetzt wieder durch eine Mauer gehen, aber er schnappt sich jetzt, der tankt nicht wirklich, der läuft jetzt nur ein bisschen umher. Mal sehen, vielleicht kriegt er da doch noch ein bisschen was auf sich gezogen. Ja, die Kanone da, das ist nicht schlecht. Und jetzt muss er allerdings so ein bisschen King giften und die Skelette hier nerven zwar ein bisschen, aber es sind auch nur zwei Stück. Und da geht das noch ganz, ganz spät geworfen. Heilzauber hier. Und ich glaube auch auf diese Base hier. Kann man nicht anders sagen. Ist das ein schöner Gohock gewesen. Jetzt nur noch Cleanup hier. Und da kann der Golem jetzt endlich sich auch mal wieder in Szene setzen. Und auch hier Bogenschützen. Also auch ihr solltet immer dran denken. Nicht wie ich sehr, sehr häufig vergessen habe. Was für die Ecken. Also an Cleanup mitzunehmen. Für den Rest hier. Vor allen Dingen, dass man nicht ein Zeitproblem bekommt. Denn wir hatten hier auch in diesem Clankrieg hier ein Zeitproblem, also nicht nur wir, sondern auch der Gegner. Und das ist dann schon sehr, sehr ärgerlich. So, hier oben sind wir noch im, sind wir schon im 10er Bereich? Ne, wir sind immer noch im 9er Bereich. Diesmal aber mit einem Golalu. Und mal sehen, was der Dirty Sanchez hier in der Clanburg hat. Ich glaube, es war, jetzt muss ich selber mal gucken. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ein Golem. Ah, da geht der Golem in die Ecke gesetzt. Super. Ich habe gar nicht drauf geachtet, jetzt, ob es ein Troll-Tesla war. Den kann man dann natürlich super starten lassen mit dem Magierturm dahinter. Und er hat, so wie ich das sehe, nur einen Golem dabei. Das reicht auch, wenn du weißt, dass wenn du von dieser Seite reinkommst, die Golems oder überhaupt der Golem nicht so viel Beschuss bekommt, dann reicht dir ein Golem. Und ihr seht das hier, wie viele Healpoints der Golem noch hat. Der ist noch nicht aufgegangen, noch nicht geplatzt. Jetzt geht das hier ein bisschen weiter rein. King und Queen. Lufttruppen kommen aus der Clanburg. Okay, keine Queen weit und breit, aber Magier und ein paar Bogenschützen. Und reicht das? Ja, das muss einfach reichen, denn der Drache ist immer noch auf den Golem gewesen. Und hier unten laufen ganz fröhlich läuft die Bola-Meute weiter. Und jetzt geht es hier schon mit den Hunden und mit dem Loons rein in die Base hier. Einige Sachen sind hier sehr, sehr verzwickt, muss ich sagen. Wo es darum geht, die Taktik, die hier an den Tag gelegt wird, auch tatsächlich so umzusetzen, ist nicht immer einfach. Denn es planen immer andere, die in der Regel genau wissen, ich setze jetzt meine Truppe da und da und da und da. Durchführen tut es dann anderer. Wir machen hier natürlich dann auch in der Regel ein paar Übungsangriffe, auch ich habe mal ein bisschen geübt, einfach nur Truppen zu setzen, also nicht jetzt unbedingt irgendwo einen Zweier oder einen Dreier auf eine Base zu holen, sondern einfach nur mal so ein Friendly CK genutzt, um einfach mal zu sehen, wie ticken denn die Truppen, wenn ich sie so setze und wie ticken die Truppen, wenn ich sie so setze. Ihr werdet sowieso schockiert sein, wenn ich euch meinen Angriff zeige. Und von daher kann ich mir jetzt noch überlegen, ob ich ihn wirklich zeige oder nicht. Aber ich denke mal, ich werde euch auch einen von meinen Angriffen zeigen. Denn so schlecht waren sie ja jetzt nun auch nicht. So, jetzt gehen wir mal, glaube ich, mal ein bisschen geschwinder
weiter hoch. Also es sind so viele schöne Angriffe hier gewesen. Ja, okay. Ich zeig euch aber trotzdem diesen hier. Ich durfte die 7 und die 8 machen und ihr seht das hier. Ihr dürft nicht in meine Leiste unten gucken. Man hat mich dazu genötigt. Ja, Thorsten, du nimmst Beben, sonst Kick. Na, stimmt natürlich nicht, aber ich muss hier tatsächlich ein Beben nehmen und jetzt könnt ihr euch mal so einen richtigen... Ich weiß, warum ich Beben nicht nehme. Ihr könnt euch jetzt den Anfang angucken, denn da wusste ich schon, warum nehme ich hier Beben? Ja, weil ich so schlau war und habe den Beben genau um ein Feld, ihr seht das hier, genau um ein Feld verworfen, also um ein Mauernfeld, denn ich kriege das Äußere nicht auf und habe jetzt natürlich keinen einzigen Mauerbrecher dabei, der mir hier wenigstens das Mäuerchen aufmacht. War aber an der Stelle nicht ganz so schlimm, denn ich bekomme die Masse hier meiner Truppen relativ gut jetzt nachher um den Minenwerfer hier geschart. Also ihr merkt das selber. Ah, kurze Denkminute, Thorsten, was machst du jetzt? Okay, machst du mal so weiter, wie wir geplant haben. Und dann wird das schon. Also hier rechts und links jeweils gefunnelt mit Hexen, Bowler und jeweils Heiler im Gepäck. Und Ich hatte in der riesen Clanburg, die gehen jetzt schon ganz, ganz gut hier auf den Minenwerfer. Alles noch gut, aber jetzt mussten die natürlich erstmal hier, die müssen jetzt durch die Mauer durch. Okay, so viele Truppen hier als Funnel, dann geht es auch mal ohne Mauerbrecher, aber ihr habt das jetzt gesehen, Beben, ja. Na, ich habe jetzt natürlich ein großes Compartment hier auf, nämlich bis hinten zu den Bogentürmen und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, Mensch, wir nehmen mal nicht zwei Sprung hier mit oder drei Sprung, sondern wir nehmen mal einen schönen Beben. Damit macht man sich ein großes Compartment auf. Hat nicht ganz funktioniert. Das war dann wirklich eine Mauerbreite. Aber ich denke mal trotzdem ganz in Ordnung hier. Also für mich ist das schon eine starke Base hier. Ich habe solche Bases hier ja noch nicht angegriffen in der Form oder habe sie überhaupt mal gedreiert. Und von daher ist das für mich hier schon so ein kleines Erfolgserlebnis gewesen. Jawohl, mal auf einen starken Zehner hier einen Dreier geholt, denn das ist Max auch Zehner hier von der Defense her, starke Helden. Und das ist auch als Rathaus 11 nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, erst recht nicht mit noch nicht Max Helden, das Ding hier immer zu dreiern, also immer ein Zehner zu dreiern, so muss man es ja sagen. Und ich habe dann nachher die 7 auch noch gedreiert, das seht ihr hier einfach am Ergebnis. Und wir sind jetzt auch schon in den höheren Lagen hier, 2-2-2, eigentlich wollte ich euch die 2 gar nicht zeigen, sondern auch sowas kommt vor hier, das ist auch sehr, sehr ärgerlich, also wir gehen gleich nochmal komplett in das Klassement rein, denn 99, das war nicht nur auf unserer Seite so, ja, das war nicht nur auf unserer Seite so, dass wir 99er hatten, sondern auch der Gegner hat 99er gemacht. Da hätte man sich fast hier die Hand reichen können. Also so nach dem Motto, so, wir machen jetzt mal 99 und dann sagt der Gegner, na, mal gucken, ob wir da ein Prozent mehr holen. Nein, wir machen auch nur 99 und das war eigentlich so ein bisschen so der kleine Witz hier an diesem Clankrieg, dass sowohl wir mit etlichen 99er hier, also auch im RH9-Bereich haben wir etliche 99er, als auch hier im RH11-Bereich. Und ja, das ist dann, ja, es ist sehr unglücklich, aber was willst du machen? Und wir gucken uns aber jetzt mal ein bisschen in Ruhe hier den Angriff vom Beast an. Auch noch nicht mit Maxed Out Helden. Aber der Rest der Truppen natürlich schon ganz nett. Vor allen Dingen die Miner, 21 Miner auf Level 5, mal sehen. Viele hatten hier ihren Inferno doch auf Multi stehen beim Gegner. Also, oder halt so wie hier, Multi und Single. Ja, das kann man auch machen. Damit verwirrst du auf jeden Fall erstmal irgendwo einen Gegner. So, oder den Angreifer. Und der muss sich ein bisschen überlegen. Gehe ich über die Multi-Seite rein? Gehe ich lieber über die Single-Seite rein? Und deswegen ist das sicherlich ganz, ganz schwer zu beurteilen, was man als erstes macht. Aber ich glaube, die Wahl hier fiel jetzt super. Queen immer noch nicht in Multi-Nähe. Egal. Oh, die Doppelbomben da. Oh, die tun natürlich so einem Worden auch ganz schön weh. Aber jetzt kommt sie in Multinähe nochmal, Warden gezündet und es geht immer noch erstmal fröhlich los hier mit den Minern und jetzt hier natürlich Heilzauber auf die Miner, gar keine Frage. Ein bisschen viel Flächenschaden ist jetzt natürlich noch hier hinten mit dem Magiertürm, mit den beiden Bombentürmen, das ist ja komplett hier hinten die Ecke hier um die Magiertürme und um die beiden Bombentürme. Ich gehe ein bisschen näher rein für euch, sonst sehen wir die Buddler wieder nicht. Ist natürlich heftig. Denn die kriegen hier gerade so viel Flächenschaden von allen Seiten. Aber es sind noch ein paar Heiler dabei.
die also noch so hier und da ein bisschen heilen. Hier wird die Queen nochmal geheilt, aber ich denke mal zwei Heiler. Ja, das packt die Queen auch nicht. Und jetzt muss ich mal überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, woran es gescheitert ist. Ich glaube, es war nur ein Zeitfehler, also ein Time-Fail auf die Base hier, denn sie war, glaube ich, down. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Tesla hier hinten nicht stehen bleibt. Der Tesla hier, glaube ich, hier hinten bleibt stehen. Ecken sind auch schon geklärt, das ist auch super gemacht. Und eigentlich denkt man hier, yo, das müsste eigentlich reichen. Aber Truppen sind noch genug da, die werden jetzt nochmal ein bisschen abgelenkt. Warden ist aber noch dabei, das heißt, sie sind alle noch, jetzt vor allen Dingen immer noch in Heilung, die Miner. Also sobald die wieder auftauchen, kriegen die wieder ein bisschen Heilung. Und es ist also nur ein Zeitfail gewesen hier. Und der ist natürlich besonders ärgerlich, vor allen Dingen, wenn es sich dann auch nur um eine einzige Defense handelt hier, also, und die ist auch schon angeschossen, noch ärgerlicher, ja, aber nicht nur der Gegner hat solche Angriffe gemacht, wir können mal hier rüber gucken, denn meine Base hier ist auch verschont geblieben, 99%, auch das war sehr, sehr krass, und es war auch ein krasser Angriff, und wir gucken uns hier den 1 auf 1 an, auf die Ringbase hier, die eigentlich ein bisschen unüblich ist. Und auch da der Anfang so ein bisschen wackelig war, muss man sagen. Der Repo-Mann hier mit 50er, also 50er Queen, 20er Warden, 45er King. Also ganz, ganz viele. Ich würde fast sagen, ich kenne im Moment niemanden, der erst den King auf 50 zieht und dann die Queen, sondern die Masse macht wirklich als erstes die Queen. Denn in der Regel machst du einen Queen Walk und kein King Walk. Und deswegen machen ganz, ganz viele als erstes wirklich, sagen sich wirklich die Queen. Und hier haben wir eigentlich gedacht, oh, die Queen haut ab. Die Queen haut hier zur Seite ab. Gerade jetzt. Aber jetzt hat sie hier auf der Seite eigentlich nichts mehr und ging dann doch nochmal rein. Oh, meine Herren. Ja, das sind dann immer so Zittersekunden, die man so hat. Wobei hier jetzt eigentlich alles ganz entspannt lief. Also so eine 50er Queen. Alles klar, Toto. Toto, du bist zu lange online. Und jetzt geht das nicht weg, ne? Naja. Wisst ihr was? Ich zeige euch den Angriff ab hier gleich nochmal. Und das sieht ja doof aus mit dem Roten. So, ich glaube, wir brauchen das doch nicht von irgendwo so mittendrin machen, sondern wir gucken den doch nochmal von vorne. Ich gucke mal gerade, ich spule den mal eben vor, bis dahin, wo wir eben waren, ohne diese blöde rote Schrift. Und ich glaube, wir sind bis hierhin gekommen. Ich glaube, bis hierhin sind wir gekommen. Also Queen geht immer noch, ich knüpfe da jetzt einfach an, Queen geht immer noch gut durch hier und kriegt hier immer nur von einer Defense maximal zwei überhaupt Beschuss. Das ist natürlich super, denn auch da gibt es ja so eine kleine Faustregel, mehr als zwei, drei Defenses auf der Queen ist grenzwertig, je nachdem, was es ist. Und Minenwerfer tut natürlich nicht ganz so weh wie so ein Tesla X-Bogen unten Inferno zusammen. Und jetzt geht das hier im Ultra-Funnel durch die Base durch. Kann man ja nicht anders sagen, denn außen ist hier gar nichts mehr. Ein paar Buller laufen zwar außen rum und Hexen. Das ist aber mal gar nicht so schlimm. Die machen dann ihren Schaden so ein bisschen von außen her. Und über die Single-Infernos, der hatte hier die beiden Infernos komplett auf Single, geht das hier durch mit, ja, Heilzauber, den werde ich jetzt bei meinem Rathaus 10, glaube ich, als nächstes starten, denn gegen die Infernos hier ist das im Moment wirklich, wirklich stark, kann man nicht anders sagen, nochmal seine Truppen so richtig schön durchzuheilen, wenn die Infernos dann vor allen Dingen weg sind und die natürlich auch von anderen Defenses hier irgendwo ihren Beschuss bekommen, und dann ist das hier hinten der Queen und noch richtig viele Truppen hier in der Base, also der war schon sehr, sehr dominant hier, aber der Gegner hat auch sehr, sehr dominant angegriffen. Also nicht nur die Angriffe auf unserer Seite waren hier wirklich tipptopp, kann man nicht anders sagen, sondern auch der Gegner hat sehr, sehr gut agiert. Also Hut ab, das war ein Clankrieg, der richtig krass auf richtig starker Augenhöhe war. Sowohl die 8er, die 9er, 10er als auch 11er vom Gegner haben super angegriffen und haben hier sicherlich einiges an Sternen und an Punkten geholt, denn sie haben auch unseren ersten gedreiert, also auch das ist eher sehr, sehr unüblich, und leider haben wir trotzdem verloren. Wir haben leider trotzdem verloren, ihr seht das hier, wie knapp das hier mal wieder war, 97,8% zu 98,4%, also auch da echt
echt enge Kisten. Und wir können noch mal reinschauen. Ich glaube, die zwar ausgeglichen hier 16 3 Sterne. Und wie super eng das hier war diesmal. Es gibt auch noch nicht mal einen zweiten heroischen Attacker und Defender. Auch das ist sehr, sehr krass. Denn das war hier sowas von prozentual eng. Leider schon das zweite Mal. Ihr könnt das hier ruhig im Log, glaube ich, sehen. Leider schon das zweite Mal. Deswegen hatte ich ja zu Anfang gesagt, ist es ein Fluch oder ist es ein Segen? Also mit dem Donnerbengel habe ich heute verloren, mit dem Avatar habe ich heute verloren, mit Thorsten habe ich heute verloren. So ein bisschen macht mir das Angst, aber ich glaube, ich brauche keine Angst zu haben. Ich mache hier einfach ganz normal weiter und bis dahin in dieser Woche, euer Toto. Clash.